Hallo und herzlich willkommen zu Functional Flow heute am Freitagabend. Functional Flow ist eine halbe Stunde Training für Kraft und Beweglichkeit. Wenn ihr jetzt sonst nicht so oft Beweglichkeitstraining macht, bitte steigt nicht direkt aus und sagt, naja, das ist nicht meins. Beweglichkeit bringt euch in jedem Training was, auch wenn ihr viel Ausdauersport macht, auch wenn ihr viel Kraftsport macht. Also schaut es euch einfach mal an, bleibt dabei. Wir bauen kleine Flows auf, das heißt Bewegungsabläufe mit verschiedenem Fokus. Und wir nehmen uns einfach immer richtig viel Zeit und das Wichtigste ist, ihr bleibt immer in eurem Tempo. Das heißt, egal wie schnell ich das mache oder egal wie schnell der Till zum Beispiel das macht, ihr macht einfach euer Ding, sodass es sich gut anfühlt. Ich bin Marlene, dabei habe ich wie gesagt Till und Ilona und ich würde sagen, dann können wir starten. Nehmt die Füße einmal weiter als schulterbreit, dreht die Zehenspitzen leicht nach außen. Rolle erstmal die Schultern zurück. Wir versuchen unsere Bewegung immer mit dem Atem zu verknüpfen und starten erstmal ganz locker mit Ein- und Ausatmen. Atme ein, beim Ausatmen schieb nach vorne. Ein und schieb. Dein Tempo, so schnell oder so langsam wie du möchtest. Ein bisschen kräftiger. Zieh und richtig über die Nase ein und über die Lippen aus. Bauch ist fest. Beim nächsten Mal setzen wir uns beim Ausatmen tief. Atme ein und schieb. Du musst noch nicht ganz nach unten kommen. Schieb einfach die Knie nach außen und den Po ein bisschen nach hinten und unten. Versuch ein bisschen tiefer zu kommen. Einatmen. Krieg ein Gefühl für dein Gewicht. Dann lass ganz besonders die Fersen und schieb die Knie weiter nach außen. Bleiben noch kurz hier. Einmal noch. Halt unten. Die Füße sind schön weit. Roll die Schultern zurück und dann verlage mal das Gewicht von Seite zur Seite. Arme locker mitnehmen und auch hier ein bisschen schieben. So, wir wärmen die Beine ein bisschen auf, aktivieren ein bisschen unseren Hüftbeuger. Neue Bewegung. Schieb dein Gewicht nach rechts. Setz die Hände auf. Jetzt dreh mal den Fuß, sodass die Ferse auf dem Boden ist. Schieb dich ein bisschen tiefer. Komm nach oben. Verlager das Gewicht auf die andere Seite. Dreh den Fuß. Setz dich tiefer, sodass du eine Dehnung auf der Beininnenseite spürst. Fuß absetzen und wechseln. Dein Tempo. Drehen. Fuß absetzen. Jawohl. Achte drauf, beim Hochkommen atmen wir ein, beim Ausatmen schieben wir nach unten und setzen uns immer ein bisschen tiefer. Jawohl. Mal noch auf jede Seite. Du kannst dir richtig viel Zeit nehmen, um ganz bewusst die Gelenke zu platzieren. Ein letztes Mal. So,
Bleib kurz oben stehen. Dreh die Füße nochmal leicht nach außen. Schultern zurück. Schieb die Knie raus. Komm tief. Dreh dich nach rechts. Setz dein hinteres Knie kurz ab. Hand auf den Boden. Heb dein Knie. Setz dein Knie wieder ab. Komm hoch. Dreh zur Mitte. Andere Seite. Du darfst absetzen. Hand auf den Boden. Knie einmal kurz heben. Knie ab. Und Mitte. Dein Tempo. Knie mal rausschieben. Spür den Hüftbeuger. So. Wenn du ein bisschen mehr willst, nimm den Oberkörper mit dazu. Setz dein Knie ab. Hand ab. Knie hoch. Öffne. Überkreuz. Löse. Komm zurück zur Mitte. Andere Seite. Das ist noch unser Warm-up quasi. Ja. Bisschen zum Reinkommen. Alles warm machen. Einmal noch auf jede Seite. Okay, komm zur Mitte. Komm hoch. Bring einmal die Füße zusammen. Wir lockern einmal kurz ein bisschen den Hüftbeuger. Einfach kurz die Beine kreisen lassen. So. Also ich bin jetzt schon am Schwitzen. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt. Puh. So. Ich glaube, die Beine sind schon ganz kurz warm. Wir kommen mal an ein Ende unserer Matte. Stellen die Füße unter die Hüfte. Roll die Schultern zurück. Und dann roll dich mit dem Ausatmen. Langsam nach unten ab. Und lauf mit geraden Beinen nach vorne. Komm in den Stütz. Hände und Schultern sind direkt übereinander. Dann nimmst du dein hinteres Bein, schiebst es vorne durch und setzt einmal ab. Versuch beide Beine gestreckt zu lassen. Den Fuß darfst du drehen und dann richte dich nochmal auf. Die Brust schaut weiter nach vorne. Du solltest jetzt vor allem auf der Beinaußenseite Richtung Wade und Oberschenkel was spüren. So, dann lösen wir, stellen die Füße wieder hinten ab und laufen langsam wieder zurück. Einmal aufrollen und wieder tief. Komm langsam vor. Nimm jetzt dein anderes Bein, schieb's einmal durch, leg die Beine ab, öffne die Brust, atme kurz durch. Und dann löse und komm langsam wieder zurück. So, wir machen das Ganze ein bisschen fließender. Dein Tempo, roll ab. Und du musst dann unten nicht lange halten, sondern einfach durchschieben. Einmal ablegen und öffnen. Und dann, wenn du bereit bist, wieder zurückkommen. Du merkst, aktuell liegt der Fokus noch auf den Beinen. Bisschen Mobilität in Hüfte, Beinrückseite. Besonders jetzt, wo wir viel sitzen. Stolze Brust. Es hilft immer ein bisschen, sich den Körper wie einen Bausatz vorzustellen.
Und die einzelnen Bauteile bringen wir in die richtige Richtung. Und dadurch aktivieren wir all die kleinen Muskeln und Sehnen, die unsere Bauteile zusammenhalten. So. Wenn du unten bist, bleib jetzt unten. Komm einmal auf alle vier und schieb mal das Gewicht zurück. Die Hände schieben wir nach vorne. Lass die Schultern mit dem Ausatmen sinken. Und dann drück im Wechsel eine Hand fest in den Boden und weit nach vorne. Sich in den Schultergürtel vorbereiten. Denk an den Atem. Komm dann wieder auf alle Viere. Bring einmal die Hände unter die Schultern, die Knie unter die Hüfte. Wir bauen langsam auf. Stell die Zehenspitzen auf. Schieb dich einmal nach oben. Lass die Fersen Richtung Boden sinken. Und dann darfst du langsam wieder absetzen. Knie ab und einmal das Gewicht zurückschieben. Arme lang machen. Roll dich wieder hoch. Komm auf alle Viere. Drück dich hoch, schieb die Hüfte zurück. Setz die Knie langsam wieder ab. Und schieb dich nach hinten. Auch hier dein Tempo. Immer hin und her. Es geht nicht darum, die Füße komplett auf den Boden zu bringen. Fühl hier in dich rein und wenn nötig, lass die Knie leicht gebeugt. Schieb dafür deine Achseln weiter zurück und leg einfach den Fokus auf Schultern und Rücken. Wenn du mehr willst, löse jetzt ein Bein, schieb das Bein nach oben, komm dann wieder auf beide Knie und setz dich zurück. Auf beiden Füßen oder den Fuß wechseln. So, wenn du mit einem Bein arbeitest, versuch die Hüfte gerade zu halten, nicht auszuweichen. Zweimal noch auf jede Seite. So. Wir aktivieren hier die Bauchmuskeln, indem wir immer wieder unten auf alle vier kommen, den Rücken lang halten, die Wirbelsäule stabilisieren. One day you won't be driving past and see the extra car. So what's it gonna take for you to know you got to Charlie your clothes on? Mach dich kurz lang, atme kurz durch.
So, langsam sollte uns warm sein. Roll dich einmal hoch. Komm auf alle Viere. Wir kommen zur nächsten Übung. Nachher hängen wir alles zusammen. Du startest auf allen Vieren. Rücken ist lang, Bauch ist fest. Dann nimmst du dein hinteres Bein, löst die vordere Hand und rutschst einmal durch. Komm zurück zur Mitte, auf alle Viere und in die andere Richtung. Dein vorderes Bein schiebt nach hinten durch, die Hand löst. Optional stützt die andere Hand auf den Boden und setzt den Po ab und komm dann wieder in die Mitte. So, in der Mitte, versuch deinen Po immer tief zu bringen und den Rücken flach wie ein Tisch, parallel zum Boden. Bei diesen Bewegungen scheu dich nicht, auch nochmal nachzukorrigieren, die Füße neu zu positionieren oder auch mit den Händen nachzurücken, damit es sich gut anfühlt. Einmal noch auf jede Seite. Und dann komm kurz auf beide Beine und locker mal kurz die Handgelenke. Und wenn nötig, wisch kurz den Schweiß, bevor du nichts mehr siehst. Oder womöglich auf dem Parkettboden das Weite suchst, das wollen wir nicht. So, wir bringen die Bewegung, die wir bis jetzt gelernt haben, zusammen. Start auf allen Vieren. Knie leicht vom Boden lösen, Rücken lang. Nimm dann dein vorderes Bein, schieb hoch und jetzt ziehst direkt unten durch und schiebst nach hinten raus. Löse wieder deine Hand, komm auf beide Beine zurück. Schieb dann dein anderes Bein hoch zur Decke, beug das Knie, zieh ran und schieb durch. Denk dran, du kannst jederzeit zwischendrin absetzen. Du kannst auch wieder beide Beine nehmen. Und du kannst unten immer den Po auf die Matte oder auf den Boden setzen und dir eine kleine Pause nehmen. Ja? Wir versuchen hier ein bisschen zu entdecken, was der eigene Körper kann. Deswegen test ruhig ein bisschen aus und mach dein Ding. Einmal noch auf jede Seite. Auch hier kurz absetzen, kurz die Handgelenke lockern. So, netter kleiner Flow bis jetzt, aber wir möchten noch ein bisschen was für den Hüftbeuger tun. Deswegen haben wir noch Bewegung. Wir starten auch hier wieder auf allen Vieren. Gerne einmal nur zugucken. Wir starten gleich wie bei der ersten Bewegung. Du schiebst hoch, dann beugst du dein oberes Bein, öffnest leicht, setzt dann ab und nimm dann deinen anderen Fuß einmal rum und schieb dich hoch in die Krabbe. Setz ab. Komm zurück zur Mitte. Dann nimmst du den Fuß, der gerade oben war. Schiebst ihn hoch. Beugst das Bein. Komm zurück auf alle vier. Dreh einmal rüber. Und greif rum. So. Versuch das Ganze zu verbinden. Super.
So, das trainiert Kraft, das trainiert Mobilität im Schultergürtel, im Rücken, in der Hüfte. Deine Option hier, nur hochschieben ohne öffnen oder beide Füße. Und dann, wenn du willst, setz einmal ab, bevor du dich wieder hochdrückst. Aber probier das mal. Das kriegt jeder hin. Unterschiedlich hoch vielleicht. Aber die Hüfte hoch zur Decke. Weißt du, was hilft? Wenn du dich in der Krabbe wie ein Ninja fühlst. Wir sind auch alle passend angezogen. Schön schwarz und dunkel. Mach noch eine Wiederholung. Und komm dann zurück zur Mitte und locker kurz. Atme kurz durch. Langsam nach oben. So, zum Abschluss bringen wir alles zusammen. Es ist jetzt ein relativ langer Flow. Mach also ruhig immer mal wieder eine Pause dazwischen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst sie. Oder test mal aus, wie weit du in die Bewegung reingehen kannst, wie tief du kommst oder wie hoch du deine Hüfte oder deine Beine bringst. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, einmal zuschauen und euch die Reihenfolge nochmal angucken. Wir starten auf allen Vieren. Po tief, langer Rücken. Dann schiebt das vordere Bein hoch, zieht einmal durch und du schiebst zurück. Dann kommst du zurück auf alle Viere und machst das Ganze mit dem anderen Bein. Durchziehen und kick. Zurück. Erstes Bein hoch, dieses Mal öffnen, tief bringen, absetzen, rübersteigen und reach. Und dann das Ganze auf die andere Seite. Bein hoch, öffnen, absetzen, herum und reach. Bleib dabei. Mach weiter und versuch jetzt den Atem nochmal mitzunehmen. Immer wenn du in die Bewegung gehst, die für dich anstrengend ist, die Dehnung, das Strecken, versuch auszuatmen. Immer wenn du dich rund machst, hol kurz Luft und nimm dir wieder ein bisschen Raum. Sehr schön. Es geht nicht um Schnelligkeit. Spür rein. Teste ein bisschen aus. Versuch dich auch immer wieder zu erden. Einmal, wenn du die Chance kriegst, bring die Ferse mal auf den Boden. Spreiz deine Finger. Je mehr Fläche du da hast, desto stabiler wird's. Zweimal noch auf jede Seite. Optional, setz die Knie ab. Locker kurz die Schultern, wenn nötig. Und atme nochmal durch.
Karo. So. Schnapp dir nochmal kurz die Hände. Locker die Schultern. So, dann darfst du dich einmal mit dem Gesicht zu deinem Bildschirm setzen. So, wir nehmen die Beine einmal leicht nach außen. So, und dann darfst du mal dein vorderes Bein beugen. Dann ein bisschen das rechte, das linke Bein stellst du auf. Versuch dann, das obere Knie einmal zum Boden zu bringen. Das andere bleibt viel tief, Brust bleibt stolz. Dann löst du und drehst einmal in die andere Richtung. Auch hier beide Beine ungefähr 90 Grad. Und wir versuchen, beide Kniegelenke auf den Boden zu bringen. Wenn es mit dem Gleichgewicht heute nicht so gut funktioniert, dann nimmst du die Hände einfach mit. Ja? Suchst dir immer eine Position. Das kann auch helfen, wenn es dir ein bisschen an Mobilität in der Hüfte mangelt, dich mit den Händen wirklich tief zu ziehen. Ein bisschen was zum Runterkommen, ein bisschen Entspannung für den Oberkörper. Wenn du dabei ein bisschen wanderst, auch okay. Einmal noch nach hinten, dann einmal noch nach vorne. So. Und dann darfst du dich einmal aufstützen und nach oben kommen. Nimm die Füße nochmal weit. Zehenspitzen zeigen leicht nach außen. Dann schieb nochmal dein Gewicht nach rechts. Stütz dich gerne auf. Bring dann den Ellbogen tief. Zieh einmal rüber. Tief ein- und ausatmen. Bleib mit dem Oberkörper geneigt, streck dein Bein und dann lass dich einmal nach unten rollen. Komm auf die andere Seite. Beug das Knie, stütz den Ellbogen auf. Zieh rüber. Der Fuß darf leicht aufdrehen. Tief ein und aus. Streck dann langsam dein Bein. Und dann roll dich vorne runter. In die andere Richtung. Immer da, wo du das Knie beugst, darf der Fuß leicht aufdrehen. Zieh rüber. Streck dein Bein. Und lass dich nach unten rollen. Tief ein- und ausatmen, Bein strecken und rollen. Bleib hier in der Mitte, dreh mal beide Füße bewusst nach vorne. Drück die Fingerspitzen in den Boden. Wander dann mit beiden gestreckten Beinen leicht nach rechts zum rechten Fuß. Spür eine leichte Dehnung auf der Beinrückseite und wander dann mit gestreckten Beinen zum anderen Fuß. Zieh dich rüber. Ich hoffe, euer Boden war sauber. Ich bin voller Mattenfussel. So, komm zurück zur Mitte. Roll dich einmal langsam nach oben auf. Roll nochmal deine Schultern zurück. Und zum Abschluss. Hol nochmal Luft. Und atme aus. Wir kommen da zum Ende, wo wir angefangen haben. So, hoffentlich ist dir ein bisschen warm geworden. Vielleicht konntest du dir ein bisschen Inspiration holen, weil du gemerkt hast, wo vielleicht die Schwachstellen liegen.
Ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Das sind dann die Übungen, die man am besten in den Trainingsplan einbaut, damit alles andere leichter läuft. Halt oben an. Bring die Füße einmal zusammen. Und dann sagen wir auch schon vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, dir jetzt noch so richtig die Kante zu geben, in einer Viertelstunde geht's weiter mit Grit, Hit-Training, Ausdauer, Cardio. Es wird richtig anstrengend. Bis gleich.